Hallo, mein Name ist Markus Fuckmann von finanzmarktwelt.de und wir haben eine neue Kooperation mit directtrade.com. Da geht es darum, schnell lernen und günstig traden. Wer traden will, wer an den Märkten agieren will, der sollte schon ein bisschen was von den Märkten verstehen. Der braucht ein bisschen Wissen und genau darum geht es hier, um Wissensvermittlung, um euch, um sie in die Lage zu versetzen, wirklich erfolgreich an den Märkten zu agieren. Heute habe ich mir folgendes Thema ausgesucht. Corona-Krise, jetzt Aktien kaufen oder kommt doch noch ein Crash? Das ist die große Frage. Und ich habe euch hier ein paar Charts mitgebracht, die euch vielleicht ein bisschen helfen, die Frage zu entscheiden, soll ich jetzt Aktien kaufen, ja oder nein? Klar, es gibt immer Aktien, die zum Beispiel in einer solchen Krise wie der Corona-Krise profitieren. Das sind aber wenige, die muss ich finden. Wie finde ich die? Durch Research, durch Analyse, durch Lernen, indem ich mich an Experten wende, die sich vielleicht sehr, sehr gut auskennen in bestimmten Bereichen und einfach ein bisschen in die Zukunft denken, was kann man tun, wie kann man sich positionieren, will ich zum Beispiel ETFs auf einen Gesamtmarkt kaufen, will ich den DAX kaufen, will ich US-Indizes an der Wall Street kaufen, ja oder nein, das ist eine Frage, die ich jetzt hier nicht beantworten werde, aber ich werde euch Entscheidungshilfen geben, was man vielleicht tun kann oder wie groß Wahrscheinlichkeiten für welche Szenarien sind, die auf uns zukommen. Fangen wir doch mal an mit den Dingen, die erstmal für den Aktienkauf sprechen. Und das sind diese beiden Herren, die ihr hier seht. Donald Trump und Jerome Powell, der Fed-Chef. Beide wollen verhindern, dass die Wall Street absäuft. Denn an der Wall Street, da hängt viel. Da hängen Pensionskassen dran. Da hängen viele Dinge dran, die für die Amerikaner wichtig sind. Renten. Das persönliche Vermögen, die Bankkonten. Man kann zum Beispiel ein Traderkonto in den USA ja beleihen. Da kann ich mir praktisch einen Kredit verschaffen. Das gilt für Häuser übrigens auch. Jedenfalls sehen wir hier, dass die Bilanzsumme der Fed unglaublich stark nach oben gegangen ist. Das heißt, wir haben hier richtig Liquidität. Das ist das, was die Aktienmärkte, was die Börse derzeit nach oben hält. Reicht das? Das ist die große Frage, die ich in diesem Video versuche zu beantworten. Reicht das, um die Börsen dauerhaft oben zu halten? Ja oder nein? Aber das ist natürlich schon erstmal ein richtig gutes Argument. Liquidität, man nennt das auch den monetären Faktor. Viele sagen, das ist der wichtigste Faktor. Alles andere ist fast egal, wenn die Liquidität da ist. Die Flut hebt alle Boote, sagt man. Und bei der Bilanzsumme sehen wir der Fed, dass die in kürzester Zeit über 2 Billionen Dollar in 2 Monaten in den Markt gepumpt hat. Und das hinterlässt seine Spuren an den Aktienmärkten. Das sorgt dafür, dass die US-Indizes und damit auch der DAX zum Beispiel nicht ins Bodenlose rauschen. Schauen wir uns zum Beispiel mal die Geldmenge M1 an. Das ist praktisch ein Parameter, wie viel Geld derzeit im System faktisch ist. Und wir sehen hier, wie stark diese Geldmenge gestiegen ist. Und wir sehen auch, dass wir derzeit eigentlich eine unglaublich lockere Finanzkondition an den Märkten haben. Das heißt, die Märkte sind sehr, sehr gut versorgt derzeit mit Liquidität. Und das führt dazu, dass wir eben hier den S&P oben im Chart sehen, der sich noch einigermaßen in der Nähe seiner Allzeithochs hält. Und das angesichts einer total kollabierenden Wirtschaft. Die Realwirtschaft liegt ja am Boden. Klar, durch den Lockdown, da ist gar nichts mehr passiert. Da machen Millionen von Unternehmen null Umsatz, haben aber nach wie vor Kosten. Wie lange kann das gut gehen? Das ist die Frage. Aber wer an der Börse erfolgreich sein will, der muss eben erstmal ein gewisses Grundwissen haben. Der muss Leute haben, die ihm zeigen, wie geht das mit directtrade.com. Können Sie eben schnell lernen und auch gleichzeitig günstig traden. Da werden Seminare angeboten, kostenfrei. Es gibt kostenlose Live-Webinare und es gibt auch, und das ist hilfreich, ein Handelssystem, das nennt sich Bluestar, das schon lange im Einsatz ist und gute Resultate erzielt für all diejenigen, die vielleicht so ein bisschen Unterstützung noch brauchen und sagen, so ein Handelssystem, das wäre doch auch ganz klasse, dann bin ich frei von Emotionen, muss nicht die ganze Zeit entscheiden, was will ich tun, was muss ich tun, sondern da sagt das System, long oder short, rauf oder runter. Genau das ist der Punkt. Wir geben, oder directtrade.com, eine Marke von trade.com, gibt auch kostenlose Aktienanlage-Seminare. Da kriegt man Investmentstrategien, Börsenpsychologie, Strategien für den Start in den Onlinehandel, Trading-Software, was kann ich überhaupt handeln, all das wird hier vermittelt und so die Corona-Krise es zulässt, gibt es dann auch Seminare mit Live-Präsenz sozusagen, nicht nur virtuell am 25.09. in Berlin, am 30.10., 27.11. und schließlich am 18.02. Wenn das wieder möglich ist, kann ich Ihnen empfehlen, da einfach mal hinzugehen. Es gibt auch eben Webinare, solange jetzt die Corona-Krise irgendwie
nicht vorbeigehen will. Und diese Webinare, die macht der Jörg Fahnenstich, der zeigt, wie du ins Live-Trading starten kannst und dich möglichst in diesem Haifischbecken gut positionierst, denn die Aktienmärkte, die sind schon ein Haifischbecken, da sind ein paar Dickfische. Die große Player sind am Markt und natürlich gewisse Vorteile haben. Die haben mathematische Modelle, die haben Insiderwissen teilweise, die können in die Firmen reinhören, die wissen also vieles, was unser Eins vielleicht denn nicht weiß. Jedenfalls kann der Jörg Fahnenstich da helfen. Schauen wir uns mal jetzt die Gegenargumente an. Wir haben gesehen, okay, es gibt wirklich gute Argumente, die für steigende Märkte sprechen. Und in der Tat, bisher sind die Märkte ja nicht wirklich gefallen, trotz dieser totalen Krise, in der wir uns derzeit realwirtschaftlich befinden. Und jetzt kommen ein paar Gegenargumente, die dafür sprechen, dass es nicht reichen wird, dass diese Liquidität, die von den Notenbanken oder auch von den Staaten zur Verfügung gestellt wird, einen Abverkauf an den Aktienmärkten zu verhindern. Was wir hier sehen, ist die sogenannte Money Velocity, mithin also die Geldumlaufgeschwindigkeit. Wie schnell zirkuliert Geld? Jetzt ist es natürlich so, wir haben zwar wahnsinnig viel Geld im System, durch die Fed, durch die EZB, durch die verschiedenen Notenbanken, aber dieses Geld, das zirkuliert nicht in der Realwirtschaft. Die Geldumlaufgeschwindigkeit nimmt ab. Klar, wenn die Firmen kein Geld mehr verdienen, da kommt praktisch kein Cashflow rein. Wo soll dann die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes herkommen? Jetzt wird der Lockdown ja so ein bisschen gelockert. Die Geldumlaufgeschwindigkeit dürfte dann wieder ein bisschen steigen. Aber reicht das? Oder ist das nach wie vor zu wenig? Stehen die Aktienmärkte zu hoch? Diese Frage versuche ich jetzt mal zu beleuchten. Und wir haben vor allem eine riesige Zweiklassengesellschaft an den Märkten, an den Aktienmärkten. Schauen Sie sich mal die Verteilung an beim S&P 500. Das ist ja der Leitindex der Welt, kann man sagen. Nach dem richtet sich so ziemlich alles. Und wir sehen, dass eine Microsoft, eine Apple, eine Amazon, eine Alphabet, eine Facebook, dass die eine solche Gewichtung haben, dass sie praktisch mehr als die Hälfte auf die Waage bringen von Hunderten von anderen Firmen, die im S&P sind. Die kann man kaum erkennen, weil sie praktisch völlig unbedeutend sind in Relation zu diesen großen US-Tech-Firmen. Und wir sehen, dass diese großen Tech-Player es sind, diese großen Tech-Aktien, die die Märkte nach oben gebracht haben und oben halten, eben diese Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google, die sind 10% gestiegen in den letzten Wochen, während alle anderen, nämlich die 495 anderen Aktien im S&P 500, um 13% gefallen sind. Wären also diese Dickfische, diese großen Unternehmen nicht der Fall, dann sähe es schon ganz anders aus an den Aktienmärkten. Und diese Aktienmärkte, die sind ziemlich teuer. Wir sehen hier die sogenannte Forward Price Earnings Ratio beim S&P 500, also bei diesem Leitindex. Und die liegt bei 23. Das ist so hoch wie seit der Dotcom-Blase nicht mehr. Das heißt, diese Bewertung kann nur funktionieren, eigentlich, wenn die Notenbanken noch mehr tun, wenn vielleicht die Staaten noch mehr tun, weitere Stimulusprogramme, zum Beispiel durch die Trump-Administration, oder wenn es diese V-Erholung gibt, von der alle träumen, also es geht schnell runter und dann geht es wieder schnell rauf und alles ist gut, warum regt ihr euch auf sozusagen, dann könnte vielleicht diese Bewertung gerechtfertigt sein. Wenn nicht, ist das einfach ein bisschen zu teuer. Das gilt übrigens auch für den DAX, den ihr hier seht. Da haben wir auch ein Kursgewinnverhältnis jetzt knapp unter 18. Das ist teurer als kurz vor der Finanzkrise. Das heißt, auch der DAX ist nicht gerade günstig, wenn man jetzt mal betrachtet, wie die Prognosen für die weitere Entwicklung der Gewinne der DAX-Konzerne sind. Also das ist auch sehr sportlich bewertet. Und hier sehen wir, dass im Prinzip die Aktienmärkte wie der S&P 500 diese V-Erholung mit einer über 80%igen Wahrscheinlichkeit einpreisen, während die ökonomischen Daten, also die Konjunkturdaten, Einzelhandelsumsätze in den USA, was es alles gibt, die Wahrscheinlichkeit da viel geringer ist, nämlich um die 20%. Also da ist schon viel Hoffnung natürlich eingepreist und es ist auch viel Optimismus am Markt. Hier gibt es eine Umfrage der Fed kürzlich oder gab es eine Umfrage der New Yorker Notenbank Fed, die gefragt hat die Leute, wo stehen die Aktienmärkte in einem Jahr? Und dann haben 52% gesagt, höher. Und das ist der höchste Wert eigentlich auch seit der Finanzkrise. Das heißt, wir haben da schon einen gewissen Optimismus, einen gewissen Glauben, dass die Dinge wirklich sich super entwickeln. Und es sind vor allem die jungen Leute, Young Investors, die in die Aktien reinlaufen, weil sie sich denken, okay, das ist doch jetzt eine super Chance, das ist eine Generationenchance. Jetzt will ich kaufen. Jetzt sind die Aktienmärkte doch schon ein bisschen runtergekommen. Langfristig werden sie sowieso steigen.
Aber das Problem ist, dass diese jungen Investoren wenig erfahren sind. Die haben noch keine Rezession erlebt, die haben wahrscheinlich noch keinen richtigen Crash erlebt und die haben auch nicht viel finanzielles Polster, wenn die Aktienmärkte dann vielleicht auch mal so ein bisschen gegen sie laufen. Das könnte eine schwierige Geschichte werden, dass diese jungen Investoren praktisch dann erstmal ganz schön auf die Mütze kriegen. Wir werden sehen, dass die Amerikaner insgesamt wahnsinnig aktiv sind an den Märkten, sehen wir in dieser Grafik. Das ist hier eine Charte von Robinhood. Robinhood ist so eine Art Fintech, ein riesen Erfolgsunternehmen in den USA, praktisch so eine Art Online-Broker. Da gibt es keine Gebühren mehr wie insgesamt in den USA und wir sehen, dass jetzt praktisch das Handelsvolumen bei Robinhood massiv gestiegen ist. Die Leute eröffnen Konten und kaufen Aktien, die sind also schon im Markt positioniert. Das ist eine Gefahr. Wer soll kaufen, wenn alle schon drin sind? Das ist immer die Frage, die sich dann stellt. Und ein Gegenargument, das derzeit wirklich gegen die Aktienmärkte spricht, ist, dass die Aktienrückkäufe praktisch nicht mehr stattfinden. Bank of America sagt hier 90% Rückgang dieser Aktienrückkäufe, dass Unternehmen also eigene Aktien zurückkaufen, oft noch steuerbegünstigt, aber das ist jetzt ein bisschen, naja, außer Mode gekommen, schon deshalb, weil die Politik sagt, naja, wenn wir euch hier Gelder zuschustern, dann könnt ihr nicht eigene Aktien zurückkaufen. Und wir sehen, dass die Aktienrückkäufe eine riesige, riesige Rolle gespielt haben bei der Rallye, die wir in den letzten Jahren, und genauer gesagt seit der Finanzkrise 2009 an den Aktienmärkten gesehen haben. Es sind diese rote Linie, das sind die Nettokäufer, das sind die Unternehmen also selbst, die gekauft haben. Fast alle anderen haben verkauft. Das ist also praktisch der große Faktor gewesen, der die Märkte mit nach oben getrieben hat. Dieser Faktor wird jetzt deutlich, deutlich geringer. Das gilt auch für die Dividenden. Aktien waren ja sozusagen so eine Art Zinsersatz. Wenn die Zinsen nicht mehr vorhanden sind, wenn es keine Zinsen mehr gibt, ist ja jetzt auch in den USA so, dann kaufe ich Aktien, da bekomme ich Dividenden, das war die Überlegung, aber die Dividenden, die werden derzeit deutlich abgesenkt. Und die Frage ist, wie passt das jetzt alles zusammen, diese Hosse an den Aktienmärkten, die wir nach wie vor sehen, zu dem, was faktisch an Erholung jetzt von Realwirtschaft der Fall ist. Hier gibt es eine wunderbare Grafik, die erstellt wurde von einem französischen Anbieter, der über Satelliten versucht herauszufinden, was an Wirtschaftstätigkeit in der Welt derzeit der Fall ist. Und wir sehen, in China sind wir erst wieder bei knapp über 80% der vorherigen, vor der Corona-Krise bestehenden Wirtschaftsleistung. Auch die USA sind weit, weit weg entfernt von 100%. Am stärksten stürzte derzeit Indien ab, wie man hier sieht. Die Grundfrage lautet: Wann ist Corona vorbei? Ist es bald vorbei? Oder sehen wir etwas Ähnliches wie 1918 bei der spanischen Grippe? Die heißt übrigens so, weil damals diese spanische Grippe eigentlich bei amerikanischen Soldaten ausgebrochen ist. Aber Spanien war damals ein neutrales Land und es waren spanische Journalisten, die das aufgedeckt haben, erstmals darüber berichtet haben. Damals jedenfalls war es so, dass dann 1918 nochmal eine zweite Welle kam, eben dann im Herbst, normal die typische Grippesaison, ja. Und dieser zweiten Welle sind viel mehr Leute zum Opfer gefallen. Die Frage ist, haben wir jetzt eine ähnliche Situation, dass wir praktisch wellenartig immer wieder neue Schübe sehen von Coronavirus-Infizierten? Und das ist hier eine Grafik von JP Morgan, die zeigt, ja, es könnte so eine Art Welle, die immer kleiner wird, aber immer eben wiederkommt, sein. Und wenn dem so ist, dann sind die Aktienmärkte natürlich sehr, sehr sportlich bewertet, weil viele dann pleite gehen, viele nicht mehr ihre alten Umsätze erzielen können. Das ist die große Frage, die sich eben jetzt stellt. Klar, nochmal gesagt, es ist eine Frage der Auswahl. Es gibt Gewinner wie Amazon. Was würden wir jetzt machen ohne Amazon? Ganz klar. Aber es gibt eben überwiegend Verlierer. Die Frage ist, wie entscheide ich mich? Wie kann ich hier die richtigen Aktien auswählen? Kann ich jetzt loslegen? Oder brauche ich noch vorher ein bisschen Wissen? Dieses Wissen, das gibt es bei directtrade.com. Schauen Sie da mal rein, www.direct-trade.com. Schnell lernen und günstig traden. Ich verabschiede mich erstmal und wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Servus und ciao.